an der Ecke meiner Lieblingsbar redet man ganz ehrlich erst nach zwei. An der Ecke meiner Lieblingsbar ist egal wann ich komme, immer ein Platz für mich frei. An der Ecke meiner Lieblingsbar muss irgendwann jeder einmal vorbei. An der Ecke meiner Lieblingsbar erzählt man oft nur den größten Scheiß. Man kommt von dem zu dem und von einem. Ich muss erst mal anfangen. Ja. Und herzlich willkommen. Freut mich, dass ich hier bin. Senta, du bist ja Fotografin hier im, ich sag mal, Großraum Stuttgart, ne? Mhm. Wann hast du denn angefangen zu fotografieren? Also das Fotografieren habe ich bestimmt schon vor 4-5 Jahren angefangen. Mhm. Aber so jetzt wirklich richtig betreiben tue ich das tatsächlich seit 2 Jahren, also auch durch diverse Projekte. Ja. Das vermehrt sich jetzt immer mehr. Okay. Ist das Hobby, Berufung, Leidenschaft oder alles? Irgendwie alles, aber am meisten glaube ich tatsächlich so Leidenschaft, weil mir das einfach unfassbar Spaß macht und ich da einfach so viele Ideen habe, dass ich das gar nicht alles umsetzen kann, was ich gerne umsetzen würde. Alles. Weißt du noch, was dein erstes Projekt war, fototechnisch? Also das muss ich jetzt tatsächlich ganz kurz überlegen, was das erste war. Also das erste richtige Projekt war natürlich das Buch, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe. Das war so das erste. Nee, halt Moment, da davor habe ich tatsächlich mal Porträts gemacht, im Rocker, aber nicht im ganz alten Rocker, sondern in dem, das dann zwischenzeitlich mal auf der Theo dann war. Und da habe ich dann auch so ein kleines Projekt geschaut, das hieß Faces, wo ich einfach nur alle möglichen Leute fotografiert habe in Porträts. Und da kamen auch wirklich brutal viele Leute, das kam super an, aber darauf kam dann auch die Idee, okay, Gesichter sind ein bisschen langweilig so auf Dauer, weil jeder jetzt Zeit der Selfies ja sowieso die ganze Zeit Gesicht irgendwo reinstellen. Dann kam die Idee, was anderes zu machen. Ja. Bei dir geht es oft recht nackig zu. Ja, weil ich habe lang überlegt, was so das Thema ist, mit dem ich so ein Projekt machen kann. Aber ich habe eigentlich überlegt, okay, wenn ich ein Buch mache, ein Fotobuch, was zieht am meisten oder was interessiert die Leute? Und da ist einfach Sex immer was zieht. Also das Sexherz, das trifft einfach komplett zu. Definitiv. Ja. Es war super einfach zu sagen, okay, ihr müsst uns mitbringen, ihr zieht euch einfach auf. Ja. Ist es tatsächlich so einfach oder man hat ja vielleicht doch erstmal so eine Hemmschwelle, sich auszuziehen, oder? Also ich glaube, ich habe den riesen Vorteil, dass ich eine Frau bin. Ja. Dadurch haben natürlich die Frauen jetzt nicht so ein großes Problem, sich auszuziehen, wie wenn ich jetzt ein Kerl wäre, der sagt, hey komm, ich mache Fotos von dir, ich muss ausziehen. Mhm. Aber ich sag mal, es sind ganz, ganz, ganz viele bei der schon beim letzten Projekt dabei gewesen, die sich noch nie vor die Kamera gestellt haben, noch nie irgendein Fotoshooting hatten. Ja. Und es war anfangs klar ein bisschen komisch und das muss ich mich auch noch ausziehen, aber es ist ganz schnell locker geworden, die Leute haben angefangen dann Spaß dran zu haben und da ist einfach gemerkt, okay, das funktioniert einfach, indem die es einfach machen. Indem ich dann nicht komme und sage, du musst jetzt das und das und das machen, sondern mach einfach und wir gucken, wo es landet. Okay. Als du angefangen hast zu fotografieren, hattest du da schon irgendwie so ein Ziel, wo du mal landen willst? Oder hast du einfach angefangen, dir eine Kamera zu schnappen und drauf loszuknipsen? Also Ziel habe ich jetzt tatsächlich immer noch keins. Ich bin da völlig frei und warte, was auf mich zukommt und was alles noch passiert. Aber ich würde natürlich gerne weiter solche Projekte machen, wenn ich weiter so viele tolle Menschen kennenlernen kann, Reisen machen kann und so weiter. Aber ich habe tatsächlich einfach drauf losgeknipst. Also es ging einfach los. Ich hatte einfach Bock, irgendwelche Sachen zu fotografieren, festzuhalten, so wie ich sie mir im Kopf ausgedacht habe. Ja. Jetzt aber so nach und nach kommen erst das Sachen, wo ich dann wirklich auch Projekte umsetzen kann. Davor war einfach alles eher so einfach drauf los, mal gucken, was passiert. Ja. Wie kommst du denn an die Leute dran, die dann vor deiner Kamera stehen? Sind das Freunde oder auch professionelle Models? Also ich kenne viele Models und kenne auch viele Fotografen, dadurch kenne ich dann wieder noch mehr Models irgendwie, die dann Bock haben damit zu machen. Es ist aber jetzt mittlerweile so, dass tatsächlich so hier im Großraum Stuttgart schon ganz viele wissen, dass ich das mache, das gut finden, weil sie auch das letzte Projekt super fanden. Ja. Und es war auch dieses Jahr wieder so wie beim letzten Jahr, dass ich dann meine Deadline da war, aber dann immer noch 20 gesagt habe, oh, wir hätten sogar mitgemacht und jetzt geht es aber nicht mehr. Und also ich habe auch fürs nächste Buch, falls ich jetzt machen soll, wieder genug Leute. Gut. Ich habe letztes Jahr deine Ausstellung schon gesehen. Jetzt steht ja quasi die zweite an. Diesmal Freund und Kupferstecher. Wieso hast du dir diese Location ausgesucht?
Also was ich habe überhaupt nicht erwartet, dass es gut ankommt, sage ich mal. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du es mal mit einer kleinen Location, in der du dann einfach die Möglichkeit hast, es schnell zu füllen. Ja. Und nicht dann dastehst und sagst, okay, es sind 10 Leute da und ich habe jetzt so eine riesen Location, das sieht total blöd aus, keiner interessiert. Ja. Und ich kenne die Betreiber von meinem Kupferstecher und dachte mir einfach, okay, das ist einfach urban, das ist nicht irgendwie clean und nicht klassisch, sondern das ist voller Poster und ein bisschen rauer. Das passt einfach zu dem, was ich fotografiere. Und ich habe dann auch letztes Jahr schon gesagt, ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, obwohl es da schon voll war und ich glaube, dieses Jahr wird es ein bisschen eng. Ist es dann nur den einen Tag oder wird es wieder ein paar Tage dort ausgehängt? Es ist tatsächlich nur den einen Abend. Okay. Also von 19 bis 23 Uhr. Und alles Weitere, was kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Es sind diverse Ideen, ob wir in Berlin irgendwo vielleicht noch ausstellen oder ob irgendwo in Karlsruhe und so weiter, haben auch schon Galerien mich angeschrieben. Ja. Aber die Umsetzung ist noch nicht ganz geplant, also keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber vorerst ist mal nur jetzt das in meinem Kupferstecher und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ja, du hast uns ein paar schöne Stücke mitgebracht. Wir haben die da vorne drapiert. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz rüber. Ja. Erzähl doch mal. Also, es gibt einen neuen Kalender. Genau, den wird es genau. Er ist jetzt limitiert. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt noch nicht genau, auf wie viele Stück, weil schon so viele Anfragen sind, dass ich mir gedacht habe, okay, da ja was für die DKMS zusammenkommen soll, wäre es vielleicht nicht schlecht, nochmal die Stückzahl ein bisschen hochzusetzen, aber es wird ihm nur, also nicht mehr wie 100 wird es auf gar keinen Fall geben. Okay. Davon. Dann habe ich mal, sage ich mal, zwei Platten mitgebracht, die weniger Busen und Muschi behaftet sind, um das mal so zu sagen. Ja. Also, und okay, das kann man zeigen. Und natürlich das Buch, das jetzt ziemlich dick geworden ist und über 206 Seiten enthält. Okay. Wie lange hast du dafür fotografiert? Sind das alles aktuell aus dem letzten Jahr, die Fotos? Genau, oder? Ein Jahr. Also ab Januar bis jetzt dann. Und ein Jahr lang, wie beim letzten Mal auch. Du hast ja auf deiner letzten Ausstellung auch schon Fotos auf Vinyl gehabt. Wie bist du da auf die Idee gekommen? Ich fand es einfach was anderes und fand es einfach super, super spannend, mal nicht nur Leinwände oder Fotografien auszustellen. Die Leute haben das auch super angenommen, fanden das total toll. Und ich finde, es hat einfach was. Also sowas würde ich mir da wirklich noch eher in die Wohnung hängen, als eine riesige Leinwand, wenn ich den Platz nicht habe. Ja. Und so habe ich so für beide Möglichkeiten einfach was abgedeckt. Außerdem sieht es einfach super cool aus. Das stimmt, auf jeden Fall. Gibt gut, ja, gerne. Viele Vinyl-Liebhaber, ja, gerade musikalisch. Jetzt gibt es auch deine Bilder auf Vinyl. Bist du dann auch so ein klassischer Vinyl-Fan, auch was Musik angeht? Oder? Also manches, ob ich mir Platten kaufe? Ja, total. Also einerseits, wir hatten jetzt, weil wir umgezogen sind, lang keinen Plattenspieler mehr in der Wohnung. Das war ein bisschen traurig. Ja. Aber ich durchstöbe nach wie vor super gern jeden Flohmarkt, den ich finden kann, nach Vinyl-Sachen oder gehe so im Razzer und so weiter. Also ich gehe einfach total gern auf solche Läden. Es ist halt manchmal ein bisschen schade, dass es dann halt einfach nicht im Auto dabei hat. Ja. Aber Vinyl ist halt und bleibt halt einfach schon was Geiles. Hast du eine Lieblingsplatte? So komplett? Die ist es. Kann ich mich gar nicht wirklich festlegen. Ich finde so viel wahnsinnig geile Musik. Also wir waren jetzt erst bei The Cure-Konzert. Das war natürlich wieder mal bombastisch. Ja. Ich bin immer noch nach wie vor riesen The Cure-Fan, kann aber jetzt nicht sagen, welches Album das Beste ist. Okay. Also The Greatest Hits ist tatsächlich wirklich eine meiner Lieblingsplatten. Ja. Weil da auch wirklich The Greatest Hits drauf sind. Okay. Du hast ja selber auch Musik gemacht, ne? Machst du aktuell noch Musik? Aktuell nicht mehr, nee, weil keine Zeit. Ja. Ich habe zwei Kinder und einen Job und dann noch die Fotografie und so weiter. Bleibt da wenig Zeit im Moment. Aber ich hatte eine Band und da habe ich gesungen. Ich spiele kein Instrument, zumindest nicht gut. So will ich ja nicht, ich tue es nicht. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch besser so für alle Ohren. Aber wir haben vor, ich müsste jetzt lügen, vor 3 Jahren oder so haben wir uns aufgelöst. Mhm. Und da hatten wir einfach alle keine Zeit mehr, Studium und so weiter, Jobwechsel. Ich dann auch irgendwann mal gesagt, ich kann jetzt nicht immer wieder da hinfahren zur Probe, aber ich bin fast eine Stunde hingefahren. Okay, das ist auch schon dann. Und ja, also es war sehr, sehr geil. Die Jungs machen jetzt auch ohne mich weiter Musik, machen auch sehr geile Sachen. Also das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, sage ich mal, weil es echt gut ist. Ein bisschen wehmütig bin ich schon, weil es hat schon Spaß gemacht. Okay. Aber mal gucken, was ist. Also ich bin offen für alles, ich schließe da gar nichts aus. Ja. Hast du dann jetzt die Band rund ums? Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Unter anderem.
Wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht, was so die regionalen Bands angeht. Was sind so deine Favoriten? Kannst du da so zwei, drei benennen? Hier jetzt im Umkreis? Ja. Natürlich mir tatsächlich deswegen schwer, weil ich kaum noch weg bin. Ja. So kriege ich das alles so gar nicht mehr mit, was so live jetzt hier so gerade passiert. Aber wen ich super finde, ist natürlich Arusch. Mhm. Das ist natürlich gerade, also Bo ist der Gitarrist jetzt bei Arusch, der bei uns bei Art of Boys auch mein Gitarrist war sozusagen in der Band. Und die sind, was ich finde, also hier regional wirklich eine der besten Newcomer, die es auf jeden Fall gibt. Die machen super, super geile Musik. Der Jonas singt ja und hat auch schon in anderen Bands gesungen, die ich auch schon gehört habe. Und er hat einfach eine wahnsinnige Stimme. Und ich finde dieser Lohn auf jeden Fall auch. Gut. Also kann man in nächster Zeit von dir persönlich wahrscheinlich erstmal nicht erwarten, dich auf der Bühne zu sehen, sondern nicht vielleicht. Ich glaube nicht. Ja, außer jetzt kommt jemand auf die Idee, so wir brauchen genau dich für genau das. Die Anfrage gab es tatsächlich schon mal, aber da hatte ich einfach überhaupt keine Zeit für sowas. Und deswegen, ich bin offen für sowas, aber eigentlich habe ich keine Zeit. Ja. Das ist so mein Problem. Also die Fotografie hat Priorität im Moment. Im Moment schon, ja. Nach der Familie. Natürlich. Familie sollte immer vorgehen. Das stimmt. Genau. Ich habe ein bisschen auf deinem Blog gestöbert. Da sind ja, glaube ich, sehr berühmte Fotos drauf. 2013. Ja, ja, genau. Genau. Also und ich habe ein paar bekannte Gesichter entdeckt. Okay. Tipo Hauer und Psycho Dino. Mhm. Die ja jetzt doch schon bekannter sind, als sie es damals waren. Steht da noch Kontakt oder ist es völlig... Ja, also oder war das eine zufällige Begegnung und wie gut ist das gehalten? Also, ach Gott, wo fange ich da jetzt an? Also mit Markus bin ich jetzt, sag ich mal, befreundet, also wir kennen uns. Und wir haben dann einfach so aus spontanem heraus einfach gesagt, ey, deine Fotos sind so schrecklich, wir brauchen irgendwelche Fotos, dass du die überhaupt mal benutzen kannst. Und das waren dann sozusagen so die ersten richtigen Pressefotos, die es von ihm gab, bevor das dann überhaupt alles in unsere Rollen kam und so weiter. Er tätowiert sich ab und zu noch in dem Studio, in dem ich arbeite, bis er nicht kommt. Weil er gerade so viel beschäftigt ist. Was steht fotografentechnisch noch jetzt bei dir an? Abgesehen von der Ausstellung, hast du schon Pläne für 2017? Also, wie gesagt, werde ich die ganze Zeit gefragt, ob es einen neuen Band geben wird. Ja. Wenn ich so mit meinen Mädels dann zusammensitze, werden dann schon Namen ausgehandelt, wie es denn heißen könnte und was wir machen könnten und wo wir hinreisen können beim nächsten Mal und dass wir dann alle zusammengehen müssen. Also ich glaube, ich komme aus der Nummer nicht raus, kein Buch mehr zu machen. Ich werde irgendwie da schon so rein manövriert, ohne dass ich es wirklich will. Aber ich habe auch schon Bock, nur ich weiß so, mein Mann kriegt das dann immer zu spüren, wenn ich dann halt wirklich oft einfach entnervt bin, weil ich noch irgendwas fertig machen muss. Das muss bis Oktober fertig sein, dass es alles in Druck gehen kann. Also es nimmt einen schon ein. Aber es macht auch unglaublich Spaß und ich glaube, ich möchte es auf jeden Fall nochmal machen, einfach weil ich durch diese Aktion auch immer wieder gemerkt habe, dass ganz viele Leute nicht wissen, was die KMS überhaupt ist und was die überhaupt macht. Ja. Und nicht nur, dass ich da dafür Spenden sammeln will, dass diese Typisierungsaktionen funktionieren können überhaupt, sondern ich merke, ich muss auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, obwohl ich dann damit ja eigentlich reserviert nichts zu tun habe, aber finde das dann schön, dass das dann auch noch funktioniert. Ja. Ich glaube, da hat es noch Luft nach oben und da kann ich das mit der Fotografie super verbinden, da noch ein bisschen was Gutes zu tun. Das ist ein spezieller Grund, dass du dir die DKMS ausgesucht hast, nicht eine andere Organisation? Ja, also ich habe mir gedacht, also erstens mal jetzt im Privaten, wo sozusagen bei uns im Bekanntenkreis jemand gestorben ist an Leukämie und das halt einfach viel zu spät erkannt wurde, um da überhaupt irgendwie helfen zu können. Und ich war da auch noch viel zu jung, um zu kapieren, was da wirklich eigentlich gerade passiert. Und haben uns dann aber natürlich im Nachhinein, dann, als ich meine Familie auch informiert, was genau, was wir immer machen können und so weiter. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund war, ich finde, für die DKMS braucht man eigentlich kein Geld, um helfen zu können. Und das finde ich einen ganz großen Aspekt. Also ich meine, klar, Deutsche Aidshilfe, Kinder, Hospize, es gibt so viele Millionen Sachen, wo man helfen könnte, auch mit Geld und so weiter. Aber ich finde, allein schon zu wissen, ich kann mit einer Blutspende leben, ohne dass ich auch nur einen Cent dafür selber bezahlen muss, das finde ich einfach was man unterstützen muss irgendwie, weil sowohl von Baby bis alter Mann kann jeder irgendwie an Leukämie von heute auf morgen erkranken. Und ich finde das eine super Sache, dass es das gibt, weil es sich ja nicht nur deutschlandweit austauscht, sondern weltweit das ganze Netz. Ja. Und deswegen habe ich das ausgesucht und möchte eigentlich auch dabei bleiben. Also ich bin auch Mitglied, ich hatte auch selber einen Todesfall in der Familie, seitdem
bin ich da registriert und finde es auch eine super Sache. Das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja, kein großer Aufwand, sich da anzumelden, Unterlagen einzuschicken, ist schnell gemacht, würde ich sagen. Eine Frage habe ich noch zu deiner Fotografie. Gibt es da Vorbilder eigentlich? Ja, also wenn ich wirklich vergötter, was Bilder angeht, ist natürlich Terry Richardson. Ich meine, da kommt natürlich, glaube ich, keiner jemals ran, allein schon deswegen, weil ich einfach nicht die Werkzeuge habe teilweise, um die Bilder umzusetzen. Aber ich finde es wahnsinnig geil, was er für Bilder macht. Und wer auch unfassbar gut ist, ist Erin von Umberg. Also die macht auch gerade so, was erotische Fotografie angeht, mit Wäsche und so weiter. Also das ist einfach unfassbar, wie sie manche Sachen in Szene setzt, ja, und bombastische Sachen dabei rauskommen. Also das sind schon sehr große Vorbilder, definitiv. Du hast ja jetzt schon viele Leute vor deiner Kamera gehabt. Ist es ein Unterschied, ob man ein professionelles Model da hat oder jemand, der einfach so zum ersten Mal da steht, so mitten aus dem Leben und gar keine Erfahrung mitbringt? Jein, also es kann sowohl Vor- als auch Nachteil sein, wenn du, sage ich jetzt mal, schon Model bist und professionell damit schon gearbeitet hast, einfach daraus, weil du dann diverse, ich sag jetzt mal, Moves oder diverse Blicke schon drauf hast und dann denkst, das ist genau das Richtige. Eventuell suche ich aber genau das für jetzt Akt gar nicht. Mhm. Und ich habe, also das Einzige, was ich bemerkt habe, die Models, die natürlich schon im Aktbereich fotografiert haben, die sind einfach, die ziehen sich aus, da fallen die Klamotten, da ist überhaupt keine, das ist völlig egal, ob da irgendjemand vorbeiläuft oder nicht, da ist die Situation ultra entspannt, ich kann einfach fotografieren. Aber es ist überhaupt kein Muss. Also ich finde, man muss sich einfach nur wohlfühlen in seiner Haut, gerade bei sowas natürlich. Und ich finde es allgemein überhaupt nicht wichtig, ob man Model ist, ob die Maße stimmen, ob irgendwo Hautunreinheiten sind oder Schwangerschaftsstreifen oder Narben und so weiter. Ich finde gerade sowas macht es ultra interessant, dass es nicht alles perfekt ist, weil das kann ich mir in Photoshop hinzaubern, wie ich will. Und es ist super langweilig. Ich finde es viel schöner, wenn es unperfekt ist. Wie sieht es denn das bei dir aus mit der Bildbearbeitung? Also ich habe deinen Kalender ja vorhin durchgeblättert. Einige Bilder sehen sehr natürlich aus, manche sind irgendwie sehr künstlerisch bearbeitet. Also ich arbeite viel mit Vintage-Filtern, sage ich jetzt mal. Also einfach, dass ich so einen kleinen Tick einfach noch mit reingebe. Aber wirklich jetzt, sage ich jetzt mal, Beauty-Retusche oder sowas, das möchte ich einfach auch gar nicht machen. Klar frage ich meine Models alle so, okay, du hattest einen Kaiserschnitt, wischst du zum Beispiel, dass man die Narbe sieht, dass das weg ist und ich lasse das Model selber entscheiden. Also ich übergehe da niemanden und sage, also ich finde, das sieht besser so aus, wir machen das jetzt so. Das würde mir und ihr dann im Endeffekt nichts bringen, wenn sie unglücklich ist mit dem Bild oder er. Und deswegen, es kommt immer drauf an, also was denn mein Gegenüber möchte, wenn sie sagen, ah, da knallt da Photoshop drauf, ich will, dass es super aussieht, ich will solche Bilder haben, dann mache ich das tatsächlich ein bisschen ungern in dem Fall, aber das war jetzt auch gar nicht der Fall. Also es war eigentlich eher so, dass jeder gesagt hat, mach einfach. Okay. Gibt es irgendwelche Tipps, die du so an Fotografie-Neulinge weitergeben kannst aus deiner Erfahrung? Einfach machen. Einfach machen. Also das hat ein sehr guter Kumpel von mir auch gesagt, so, also, du machst einfach. Du überlegst nicht lang, sondern du erzählst irgendwas und dann zwei Wochen später sehe ich schon auf Facebook, dass du es schon einfach gemacht hast. Ja. Ich finde das total super, weil ich bin immer, ich komme nicht aus dem Arsch raus und dann hätte ich eigentlich mit Videos irgendwas machen sollen, dann habe ich es wieder nicht gemacht und so und dann sehe ich dich, du suchst jemanden und machst es nachher selber, weil du keinen Bock hast zu warten, bis dir da irgendjemand hilft. Und ich glaube echt, das ist so ein einfach machen, einfach was dir im Kopf rumschwebt und die Sachen, die du, die Kreativität, die du einfach hast, einfach austauschen, nicht ausprobieren. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Ich finde, da kann einfach auch keine Fotografienschule oder irgendein Lehrgang weiterhelfen. Das ist einfach, sich selber zu finden, ist so das Beste, was man machen kann. Ja. Du bist ja jetzt als Mutter wahrscheinlich abends nicht mehr so viel unterwegs, vielleicht schon ein paar Jahre noch. Aber gibt es so Lieblingslocations in Stuttgart, wo du, wenn du gerne unterwegs bist? Ja, definitiv. Wenn du kinderfrei hast? Definitiv. Also Kellerclub auf jeden Fall. Einfach deswegen, weil mein Mann dort auch arbeitet. Ich da selber 3 Jahre lang gearbeitet habe. Und das tatsächlich, wenn ich in Stuttgart bin, wir sind zwar das Zuhause, ich kann reinlaufen, egal was ich anhabe, ich fühle mich immer wohl. Weil es einfach immer noch viele Freunde sind, die da arbeiten. Und die Musik, die Leute, die Stimmung funktioniert einfach. Also da fühle ich mich super wohl. Und ansonsten gibt es in Stuttgart auch wahnsinnig viele tolle Bars, die einfach einladen, drin sitzen zu bleiben. Ja. Das Cup und so weiter. Sind einfach tolle Locations, wo man einfach die Arme stellt.
hast du ein Lieblingsgetränk? Bist du Cocktailtrinker oder Biertrinker? Ich, also wenn überhaupt, ich trinke überhaupt gar kein Bier. Okay. Ich mag es tatsächlich einfach nicht. Also ich weiß nicht, warum ich da eine der wenigen Frauen bin in meinem ganzen Freundeskreis, denen es tatsächlich so geht, aber ich trinke echt lieber Cocktails. Ja. Und da gebe ich, also mein allerliebster Cocktail ist 43er Sauer. Okay. Jetzt habe ich vergessen, es geht Eis. Aber wirklich genau so. Schmeckt zu. Gut. Auch wenn du keine Biertrinkerin bist, kommen wir jetzt zum Ende der Sendung und wir müssen noch das Bierquiz der letzten Woche auflösen. Okay. Das blende ich einfach unten im Video ein und du darfst die Bierquiz-Frage für die nächste Woche stellen. Okay. Ich soll dir den Matze kurz das Quiz trauen. Die Tradition dieser Sendung, dass jeder Gast eine Bierquiz-Frage stellen darf. Du darfst okay. Einfach irgendeine rausziehen und die vorlesen. Oh je. Okay. Von welcher Bierzutat ist im Bayerischen Reinheitsgebot von 1516 nicht die Rede? A. Hefe, B. Hopfen, C. Wasser. Genau, das ist die Frage für diese Woche. Wer mitraten möchte, schreibt einfach die mögliche Antwort in die Kommentare. Es gibt nichts zu gewinnen außer Ruhm und Ehre, aber vielleicht seid ihr trotzdem mit dabei. Ich bedanke mich bei Senta, meinem heutigen Gast. Ja, danke, schön, dass ihr hier sein durfte. Danke. Und ihr solltet auf jeden Fall bei der nächsten Sendung wieder einschalten, denn es wird wieder lustig. Also, danke schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ba 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 ba